Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer Nico und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Sekiro. So, wir haben ja irgendwas aktiviert. Mit dieser Gebetsglocke. Oh, alles klar. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt sicher und wohlbehalten runter? Muss das Timing wieder stimmen? Ich hasse es. Oh. Oh. Ja, das Timing mu musste wieder stimmen. Okay, ach, da ist was. Haben wir hier irgendwas vergessen? Schleichmodus. Nee, gut. Plötzlich Gegner. Will ich nicht. Hau ab. Du stinkst. Na, wieder ein Verarsche. Was mit dem? Ihr seid Sohn des Uno. Was passiert ist. Diebe beim Hinata-Anwesen. Schnell, ihr müsst den göttlichen Erben. Sprach von einer alten Erinnerung. Ah. Okay. Zack. Zack. Okay. Mal hier. Löschpulver, medizinische Spannung von Verbrennung. Alles klar. Verbrennung. Warum nicht? Ja, dein Kollege ist tot. Ey, dein Kollege ist tot. Ey, den juckt's nicht. Den juckt's nicht, dass sein Kollege tot ist. Okay, ich wollte da noch mal lang. Drehst du dich jetzt um? Dreh dich bitte für mich um. Juckt überhaupt? Den juckt's ja echt überhaupt nicht. Aha. Was willst du mir zeigen? Ah. Schatz, was? Schatz, Krapfenschuppe. Sie sind schon für normale Menschen ist es nur eine schöne Schuppe, aber es gibt die bestimmten. Ah, die Preise. Oh, okay. Zwei.
Wie kann ich das am besten lösen? Hä? Ah. Tschüss. Na, ich will darauf. Kann ich dann hier irgendwie? Wenn das gewitzt, aber ich würde alles an den Mittel gekriegt, okay. So. Eigentümer, wenn man dann immer zum Platz bringt, dann bitte, da hat man alle auf sein Wasser spritzen wollen. Okay. Schleichen, schleichen. Mhm. Oh, der hat zwei Hunde. Scheibenkleister. Jetzt wollen wir mal sagen. Beruhig dich. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Es ist nichts los. Es ist nichts los. Hier war doch die zwei Hunde beim Eingang da. Hey, das war's. Kann ich darüber schwimmen? Moshi. Onushi. Koi no kira kira. Sore wo mo. Ah, okay. Göttliches Gras. Geheimnis im Sinne, wieder vollständig wiederhergestellt und alle starten nochmal halt. Oh. Was mir dabei okay, okay. Ah. Sehr interessant. Ja, ja, ja. Moshi. Moshi? denk nichts Falsches, denk nichts Falsches.
Zack. Hoffentlich waren das die zwei Hunde. Dann habe ich nämlich jetzt ein besseres, leichteres Spiel. Ja, es waren die zwei Hunde. Nein. Und so. Ja, geht doch. Okay. Langsam. Das sind zwei, drei. Ach, das ist ein Bogenschütze. Ja, toll. Keramik. Jawohl. Was zum Speichern? Ja. Das sieht ja so kacke aus. Machen wir noch einen Konfekt. Was zeigt uns das hier? Ich muss sie alle ausschalten. Aber wie? Haben wir gut gemacht. Das war eine gute Lösung. Muss was gucken, ob ich jetzt was machen kann. Ja, okay.
Mama? Kann ich was essen? Emitter. Kurzzeitige Haltung. Dann meistens. Sind mir eindeutig zu viele. Okay. Wenn es zu viel wären. Ey, die reagieren ja nicht mal drauf. Wie mache ich denn das jetzt am blödesten? Sind zu viele, das ist das Problem. Was? Ja, alles klar. Alles klar. Ja, ich, oh, ey, das ist ja wieder aufstehen. Alles klar. Scheiß Bogenschütze.
Wetter ist, ja. So. Der ist da oben drauf, okay. Na, mein Plan ging ja nicht ganz auf. Das war jetzt blöd. Ich bin einmal zu weit gesprungen. Ein, zwei, drei, Mann. Da habe ich schon mal den Wölfchen erledigt. So. Lass den Typ bitte noch um den Dach sein. Nee, ist er nicht mehr. Das eins, das Nummer zwei. Na. Gut, folgt mir mal. Folgt mir doch einfach. Alter. Na, probier ich das mal. Sind drei der Schütze und der, okay. Da. So. Bleib liegen, ist am besten. So, ich würde jetzt mal die Folge beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Sag wie immer, so gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Geh mal die Co. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne,
Zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.